Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar spielen wir The Last of Us Remastered auf der PlayStation 4. Und das Spiel ist natürlich komplett blind für mich. Es ist zwar schon ein sehr altes Spiel, aber ich habe noch kein Let's Play dazu angeschaut. Ich hab auch keine Trailer angeschaut, also ich weiß gar nichts von diesem Spiel. Ja, auf jeden Fall ist ja mittlerweile The Last of Us Teil 2 raus. Und bevor ich natürlich den zweiten spiele, spiele natürlich den ersten. Und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt setz dich dahinter und spielst das mal. Beliebige Taste drücken. Spielt die Hauptstory von The Last of Us. Left Behind spielt eine Nebenstory, die während der Ereignisse von The Last of Us stattfindet. Warnung, nur empfehlen für Spiele, die Hauptstory abgeschlossen haben. Okay. So. Ich habe das Spiel natürlich angetestet, ne? Wir werden es auf Normal spielen. Aber beim Test bin ich jetzt nicht wirklich weit gekommen. Manchmal muss man einfach auch Spiele, die man neu aufnimmt, erstmal testen, wie sie laufen und wie die Aufnahme läuft. Und das habe ich natürlich nicht mehr. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh, gut. Dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Ja,
Ja, und ich habe schon wieder etwas vergessen. So, erstmal die Anzeige. So. Es ist tot. Gibt's wohl kein Handynetz, Telefonnetz. Verdammt, die habe ich total vergessen. Lieber Papa, also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Ja, naja, nachdem er nie da ist, wird er wahrscheinlich auch jetzt nicht da sein. Hohe Aufnahmen an der Zahl in örtlichen Krankenhäusern, Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördlichen Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Ich glaube nicht, dass man den umblättern kann, oder? Kann ich nur zurücklegen. Okay. Daddy? Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, Pandemie. wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Es ist in der Aggressivität Nähe. neigen und, Sofort alle hier wegbringen. Es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass los, die Soldaten weg von hinter mir. Was war das? Oh Gott. Also wie gesagt, das Spiel ist für mich blind. Ich weiß nicht, worum es in diesem Spiel geht. Aber es erinnert mich so ein bisschen an so Zombie-Apokalypse. Wobei es hier geht es ja eigentlich um Viren. Und da habe ich schon irgendwie momentan gerade zu der Corona-Situation das Was irgendwie ist gerade schon bloß ein bisschen los? verglichen. Und ich muss echt sagen, hoffentlich kommt das nicht so weit. Ein Telefon. Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Alle von Tommy. Wieso verlässt man das Haus ohne sein Handy? Was ist mit dem Hund passiert?
kann ich nicht raus. Da ist noch was. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, ich warne dich. Nein! Geh. Ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach raus. Keinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir denn besser? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat es geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagt, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Entschuldigung. Okay, das stimmt. Alles gut. Lauf. Okay. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind schon. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr hey, vorbei, stop. Tommy. Stop. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. Kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Ja, brech mir die Scheibe ein. Hilfe!
fest! Okay. Ja, also wir rennen hier wie in einer Zombie-Apokalypse. Oh, Bildschirm, jetzt sag mir nicht, ich schalte mich gleich schon wieder ab. Ernsthaft? Hallo? Naja, auf jeden Fall geht es dieses Mal nicht um Zombies, es ist irgendein Virus ausgebrochen. Und, wie soll man sagen, die Welt dreht halt jetzt durch. Mach die Augen zu, Kleines! Wobei man natürlich bei diesen infizierten Menschen schon denken kann, dass es um Zombies geht, weil die fressen wie Zombies. Oh mein Gott, rennen. Nicht hinsehen, Sarah. Okay. Meine Güte, was ist denn hier bloß los? Okay, wir gehen durch die Gasse. Los! Wir sind fast da. Wir sind fast da, Kleines. Lauf weiter, mach, dass ihr wegkommt! Komm schon! Du! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Wir sind fast da! Also es wäre sinnvoller gewesen, wenn du die Waffe mitgenommen hättest, aber... Wir tragen ja unsere Tochter. Ach du Schande. Was muss das für eine Krankheit sein, dass man sich wie ein Zombie verhält? Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es wird. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind.
Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Also ich weiß halt jetzt ehrlich gesagt nicht, wo wir hier sind. Also wir sind jetzt 20 Jahre später. So wie es aussieht, spielen wir immer noch den gleichen Hauptcharakter, weil man hat es eindeutig erkannt an der Uhr, es ist derselbe. Und offensichtlich sind wir jetzt in so einer Quarantänezone und haben dort Sperrstunde. Oder bald Sperrstunde, wie auch immer. Warum wir in so einer Quarantänezone sind, liegt dann wahrscheinlich einfach da dran, weil halt draußen wahrscheinlich der Virus rumläuft. Aber wenn es wirklich ein Virus ist, frage ich mich halt, wann wird der Virus denn auch in die Quarantänezone kommen? Und diese Anspielung auf ein Virus hat mich halt schon ein bisschen an Corona erinnert. Und ich hoffe, dass es so schlimm nicht wird. So ein Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Free. Ja, und wir haben halt jetzt Essenmarken wie mitten im Krieg und mit denen müssen wir halt, blöd gesagt, haushalten. Anweisungen des städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da, es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Auf dem Boden. Okay, scheiße. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch.
Anscheinend gibt's immer mehr Infizierte. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Ich hab gehört, wir haben... Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Ausweise bitte. Bitte schön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los, hier, los! Durchschließen! Ziel einer Lustig nach unten, drücke X und für eine schnelle Drehung. Fireflies. Alte L1 zurück zum Sprinten. Achtung! Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. So viel zum einfachen Weg. Verarzte dich, okay? Medikit. Verarzte deine Wunden mit einem Medikit. Du brauchst Zeit, um ein Medikit zu benutzen. Halte dich an einem sicheren Ort auf. Rüste das Medikit mit der Pfeiltaste nach oben aus und halte dann R2 gedrückt, um zu verbinden. X zum Fortfahren. Sie werden alle Checkpoints schließen. Wir werden außen rumgehen müssen. Hinter der Mauer? Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Also in so einer Situation, wo wir gerade sind, da habe ich so ein bisschen, weiß auch nicht so an, wie gesagt, ich habe es halt angespielt, ne? Und es erinnert mich so ein bisschen an Silent Hill. Hat zwar wahrscheinlich nicht viel mit damit zu tun, aber so ungefähr dieses laute Geräusch und diese Sperrzone und was weiß ich was alles, das erinnert mich so ein bisschen an Silent Hill. Nur, dass halt Silent Hill ausgestorben ist. Naja, wie auch immer, ich würde sagen, wir machen hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao!